Moin Leute, es ist wieder Backbisszeit. Den habe ich heute mitgebracht. Anni? Sie unterstützt mich heute bei einem Thema Schweinerei. Aber wir richtig lange Schwänzen. Die wollen wir uns mal genauer angucken, wa? Ja, würde ich sagen, lassen wir die Sau doch mal einfach raus, oder? Wir sind ja schon drauf, aber wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Jawohl. Ja, nach dir. Ich bin der Schweineflüsterer. Kein Schwein beachtet mich. Lange Schwänze an dicken Dingern. Einmal Schweine mit richtig langen Schwänzen. Die haben mich zum Fressen gehen. Moin zusammen, ich bin der Ludger, bin Landwirt aus Leidenschaft. Wir machen ein bisschen Ackerbau und Schweinezucht. Und das ist mein größtes Hobby. Ich versuche, dass sich die Schweine wohlfühlen und wir machen jetzt seit einiger Zeit langen Ringelschwanz, weil ich es einfach toll finde. Weil wir halt Sauen züchten, möchten wir halt da Vorreiter sein und auch gerne mit langen Schwänzen Erfahrung sammeln. Das klappt relativ gut bei uns, ohne Probleme. Was macht ihr da anders, sage ich mal, dass die sich jetzt da nicht beißen? Ja, die Tiere müssen einfach zufrieden sein. Das Fütterung, Klima, zufriedene also, Schweine machen keinen Schwanzbeißen. Das scheinen sie ja zu sein. Also ich meine, jetzt stehe ich hier als fremde Person irgendwie drin und kein Schwein beachtet mich. Ja. Er guckt zu, hallo! Es ist Kummersaufen, ist das so. Ich freue mich immer, wenn so ein Wurfferkel gesund geboren ist und das alles gut klappt und alle gesund und munter sind, die Mutter ist wohlauf, dann ist ja die Welt in Ordnung. Weil es ist ja nichts Schöneres, als wenn eine ganze Bucht voll schöner, geringelter Schweine da läuft. So sieht es aus, wenn die Schweine abholbereit gemacht werden. Ja, Clemens, was genau findet hier statt? Also hier befinden wir uns in der Ferkelaufzucht. Das heißt, die Ferkel, die vorher an der Sau waren und dort 28 bis 30 Tage gesäugt haben, werden dann später hier reingestallt anschließend. Das ist jetzt vor ungefähr 8 Tagen passiert. Also hier ist dann die Kinderstube, der Kindergarten nach dem Abwehrgestall. Also bis 30 Kilo sagst du, ne? Bis circa 30 Kilo. Wie viel Kilo haben die jetzt so? Damit man so diese haben wir circa 9 bis 10 Kilo aktuell. Okay, also dann sind dann nachher schon so... Das sind schon ganz ordentlich große Tiere dann. Hallo, ich bin der Clemens, bei der Firma Topics zuständig für das Projekt Langschwanz und Ringelschwanz und arbeite mit den Landwirten zusammen, um dieses Projekt umzusetzen, damit die Tiere sich wohlfühlen, dass es funktioniert, dass wir in Zukunft nicht mehr kopieren müssen. Die hängen ja echt miteinander ab, muss man ja sagen, ne? Also die Schweine sind dann sehr sozial, ne? Die brauchen den Kontakt zueinander, daran sieht man auch, ob sie gesund sind, ob sie fit sind, ob sie gut ernährt sind. Und das ist wichtig auch für dieses System, wenn man mit langen Schwänzen arbeiten will, die Schwänze nicht kopieren will, dass die Tiere auch dafür geeignet sind, sich passend verhalten, gesund und eben in einem guten Ernährungszustand sind, dass es auch funktioniert. Das ist sehr wichtig. Ja, und ich denke mal, hier sieht man das auch. Die sind auf jeden Fall zufrieden und sehr, sehr neugierig. Ne? Sehr neugierig. Wir können uns ja mal runterbücken, mal sehen, ja, was passiert. Man dachte so, wie aufmerksam sie werden. Ja. Ne? Den Kontakt suchen. Das ist neugierig. Jetzt haben natürlich auch Futter. Die können den ganzen Tag fressen. Das ist sehr wichtig, dass sie immer ausreichend Futter haben. Ein Futter, das auch dementsprechend für die Ferkel geeignet ist. Ich glaube, die mögen mich. Die mögen ich sehr gerne. Danny, siehst du das? Ich gucke. Die haben mich zum Fressen gehen. Ich muss auch dazu sagen, das ist das erste Mal, dass ich jetzt so richtig was mit Schweinen zu tun habe. Du magst mich, ne? Ne? Was ist denn deine genaue Aufgabe hier bei der Firma Topics? Also meine Aufgabe ist, dass ich mich um den Bereich Tierhaltung, Tierwohl und eben auch um die ganze Beobachtung der Tiere. Was können wir da tun, damit die Tiere es besser geht, dass wir solche Projekte und solche Haltungsverfahren, dass wir nicht kopieren wollen. Und er heißt nicht Borsti. Viel zu recherchieren und dem zu schauen, was können wir da alles machen, damit das eben funktioniert, damit den Tieren so gut geht wie hier und eben das Projekt umsetzen können. Ja, ich würde sagen, ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Wege, ne? Das finde ich schön. Ja, die Kleinen, die lassen gar nicht mehr los. Auf zum nächsten. So Jungs, ich muss euch leider jetzt verlassen. Jo,
Ja, Clemens, wo befinden wir uns denn hier? Werden Sie hier umgestaltet, dieses Abteil, mit sehr viel Platz. Ja, man sieht den Ringelschwanz, das läuft hier alles, ne? Also, der ist komplett erhalten. Unser Ziel, dass wir erschaffen, in der Zucht und in der Jungsauenaufzucht, in der Sauenhaltung, in der Lage sind, die Schwänze dann dran zu behalten, dass alle Schwänze gut ausgeprägt sind und dass es auch funktioniert, ohne die Schwänze zu kürzen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall jeden Tag ein sehr, sehr aufwendiger Job. Und ja, man sieht einfach bei Ludger hier ganz klar, läuft Gang für Gang hoch. Man sieht genau bei den Schweinen, wie sie ihm folgen, ihm zugucken. Hier gibt es ja so einen ganz besonderen Schmackofax-Mix, habe ich gehört. Ja, das ist ein Ludger, der setzt auch sehr hochwertige Produkte. Ne? Und da gibt es auch mal Produkte, dass man so mal solche Sachen, wie auch die wir Menschen gerne essen, die da nicht mehr gebraucht werden, die hochwertig sind, die Tiere auch sehr gerne mögen. Ne? Wenn wir auch mal Chips oder so da sind, das mögen wir ganz gerne. Also ja, die Konzepte sind sehr gut gestrickt, damit die Tiere eben schmackhaftes Futter und gesundes Futter haben. Das stimmt. Ja. Also dann, wenn wir nächstes Mal ein paar Chips bei dir überbleiben, ne? Hier gibt es auch Abnehmer. Man muss Spaß an der Arbeit haben, ja. Das ist wichtig. Das merkt man auch bei den Landwirten, die sowas umsetzen wie hier Ludger, dass die Landwirte Spaß dran haben und zu sagen, wir haben da ein Thema, das wollen wir schaffen, das wollen wir erreichen und dass sie mit Liebe dabei sind und nicht sagen, ach, wir gucken mal ein bisschen, sondern tagtäglich nach dem Tier schauen, das Umfeld schauen, passt es und wenn was verändert werden muss, auch umgesetzt wird. Ja. Und das sind eben, und ich habe den Spaß dran, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die Spaß haben, was zu verändern, weiterzukommen. Macht mir natürlich Spaß, dass ich einen Job habe, wie bei Prima Topics, mit den Landwirten zu beschäftigen und in Kooperation mit den Landwirten solche Projekte nach vorne zu bringen. Sie sind drin und trotzdem mega gechillt hier. Ja, und das ist doch das, was wir alle wollen. Ja? Gechillt groß werden und das können wir hier. Tür zu, für die lange Schwänze, sagst du. Ja, aber wir haben ja heute gesehen, dass es möglich ist, mit langen Schwänzen Schweine groß zu ziehen, oder? Saugeil. Ja, richtig geil, oder? Das würde ich wohl auch sagen. Ja! Also ich würde sagen, das war's und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Bug-based. Richtig. Bis dann. Montag. Das können wir nochmal machen.